Sehr geehrter Herr Premier, herzlichen Dank, dass Sie sich so stark für ein soziales Europa aussprechen und sich für das Prinzip von nationalen Mindestlöhnen einsetzen. Dessen Bedeutung Kommissionspräsident Juncker nochmals eindrucksvoll eben gerade hier im Haus unterstrichen hat. In Deutschland war es die SPD, die die Mindestlöhne umgesetzt haben, und Ostdeutschland hat insbesondere davon profitiert. Die Sozialdemokraten kämpfen an ihrer Seite für dieses Prinzip nun in Europa. Herr Juncker, Ihnen gehen aber die Konservativen in dieser Frage nun von der Fahne. Die neue CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer hat sich klar am Wochenende gegen das Prinzip von nationalen Mindestlöhnen ausgesprochen. Wir sprechen dagegen. Und ich möchte zusätzlich unterstreichen, dass mir die Bedeutung der Wahrung der europäischen Grundwerte wie Rechtsstaatlichkeit, Pressefreiheit und Meinungsfreiheit von großer Bedeutung sind. Sie sind derzeit in der bedeutenden Rolle, die Visegrad-Gruppe anzuführen. Ich appelliere an Sie als Ostdeutscher, also als Visegrad-Deutscher, insbesondere gegenüber Ungarn und Polen, das klarzumachen. Wir haben gemeinsam den Sozialismus bekämpft und überwunden. Lassen Sie uns nun für diese Demokratie einstehen und diesem Europa, in der wir stark sind. Danke.